Hallo meine Freunde und Zuschauer. Heute mal wieder ein kleiner Test. Das ist eher so eine Art Vlog, keine Ahnung. Der jugendliche Kollege hat hier was Leckeres zu essen mitgebracht. So. Angeblich sind da auch immer Sachen drin, die nicht schmecken. Also für mich ist die Idee einfach bloß von Harry Potter geklaut. Weil hier gibt es Geschmackrichtungen mit dabei, die eben eklig sein sollen. Sowas wie Nasenpopel zum Beispiel. Erbrochenes? Spinnen die? So, könnt ihr mal hier ranzoomen? Ja, sieht man das? So. Und das kauft sich nur die Jugend draußen. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Attention, Achtung. Diese Bohnen sehen nur gleich aus. Der Geschmack macht den Unterschied. Ah, es gibt wohl immer mehrere von derselben Farbe und dann kann man die mampfen. So, Kollege, das ist ja wie russisch Roulette. Es wird gerührt und angeblich sind es dann verschiedene Geschmacksrichtungen. Also, zum Beispiel bei dem Braun, es ist zweimal Braun mit bei. Hundefutter und Schokoladenpudding. Also, wer kriegt jetzt sicher das Hundefutter und wer kriegt das Schokoladenpudding? Hier, der Kameramann macht mit. Ich habe das Hundefutter. Was denn? Hast du das Hundefutter? Hä, nach was schmeckt denn das dann? Haben wir zweimal Hundefutter erwischt? Also irgendwie, ne? Okay, wir haben zweimal Hundefutter erwischt. Guck mal, umso mehr steigt die Chance, dass die anderen Braunen, die drin sind, nur noch aus Schokoladenpudding bestehen. Da ist die Mülltüte. Na, die Jugend verträgt doch gar nichts mehr. Guck mal, wir haben hier noch mehr. Und umso mehr Braune wir jetzt essen, umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es nach Schokopudding schmeckt. Also nächster Versuch. Bist du mutig? Kannst du? Die Hand zittert? Okay. Ich habe mich nämlich geweigert, immer das Versuchskaninchen zu machen. Jetzt wird zum Beispiel der Kameramann mit eingespannt. Er hat dann immer so hämisch gelacht. Ne? Also das schmeckt gut. Ja. Ja. Süßkram eben. Also ich muss zugeben, die Verpackung ist ja schon offen gewesen. Ich hatte eines Nachts um 3 oder um 4 so einen Brand gehabt. Da habe ich irgendwas zum Naschen gesucht. Hab dann schon mir so eine Handvoll Dinge eingeworfen. Da war nichts Ekliges dabei. Ich habe ja auch nicht gewusst, dass man die einzeln essen muss. Ich habe mir eine Handvoll eingeworfen. Okay. Also, ich kann sagen, als Partyspaß kann man das schon mal nehmen. Aber wer einen schwachen Magen hat, der reiht euch vielleicht auf den Tisch, ne, Freunde? Schreibt unten mal in die Kommentare, ob euch ganz böse übel geworden ist von den ekligen Sachen. Würde mich mal interessieren, ja. Hier schmeckt doch nach was. Also, nehmt nicht das Orangene. Das ist irgendwie Kotze auf Deutsch gesagt. Zahnpasta ist im Angebot. Faules Ei. Also gelbes faules Ei. Wunderbar. Lecker, lecker. Oder aber Popcorn, eins von beiden. Stinkende Socken ist im Angebot. Na, ist ja vom Feinsten. Also Freunde, als Partygag okay, aber ich würde mal so sagen, ich warte ja immer noch auf ein schönes Päckchen mit Futterspenden drinne. Ich glaube, ich werde das paar Päckchen für Adlershorn wieder aufschneiden heimlich. Ich sauf die Dosen leer und dann schicken wir gleich die leeren Dosen hin. Tschüss, Freunde.